Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Dieses Video möchte ich an erster Stelle dafür nutzen, mich ganz herzlich für eure Unterstützung für das Jahr 2018 zu bedanken. Aber auch für die Unterstützung in den letzten Jahren. Es gibt viele Zuschauer, die mich schon seit einigen Jahren regelmäßig verfolgen und mir auch regelmäßig Feedback geben in den Kommentaren unter den Videos, aber auch in persönlichen E-Mails. Da bedanke ich mich ganz, ganz herzlich dafür, für euer Vertrauen, für euer Interesse in mein Tun, dass ihr Zeit aufwendet, meine Videos zu schauen, mir Kommentare zu schreiben, mir persönliche Nachrichten zu schreiben, mir auch Links zu schicken, mir eure kleinen Lebensgeschichten zu schildern, mir nochmal so andere Blickwinkel zu eröffnen. Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viel gelernt und wollte ich mich einfach ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Ich freue mich auch immer, wenn so ein schöner Austausch unter den Videos stattfindet. Es gibt ja so verschiedene Kommentare. Es gibt viele Menschen, die kommentieren und mir voll zustimmen, die gleichen Erfahrungen wie ich machen, die so ähnlich leben wie ich. Da freue ich mich natürlich, wenn es Menschen gibt, die total mit den Dingen, die ich sage, die ich lebe, in Resonanz gehen. Dann gibt es wieder die Menschen, die sagen, ich lebe schon so und so und ich nehme mir ganz viel Inspirationen aus deinen Videos, aber das und das kann ich aus den Gründen nicht umsetzen, vielleicht später, aber ich ziehe mir einfach das heraus, was für mich gerade im Alltag umsetzbar ist. Und dann gibt es noch die Kommentare, die Zuschauer, die sagen, also ich lebe total anders und ich bin weit weg von dem, was du lebst, aber ich finde es so faszinierend, was es da noch alles gibt. Und ich schaue mir das trotzdem einfach gern an. Und ich bin für alle Kommentare dankbar, auch für konstruktive Kritik. Ich kann wirklich auch damit leben, wenn jemand schreibt, also ich gehe damit überhaupt nicht in Resonanz, was du hier sagst. Ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich habe dazu einen ganz anderen Blickwinkel. Dafür bin ich auch dankbar. Mir ist wirklich die Meinungsfreiheit wichtig. Und ich bin ja schon seit ein paar Jahren auf YouTube. Ich habe 2013 im September begonnen, ganz langsam. Und es war für mich auch so ein bisschen wie eine Therapie. Also ich musste damit auch wachsen. Ich musste mir auch so ein dickes Fell zulegen, um nicht bei jeder Kritik verschreckt zurückzuschrecken und vielleicht aufzugeben. Ich habe vielleicht in den letzten Jahren auch zu vorschnell manchmal Kommentare gelöscht, aber ich versuche alle Kommentare stehen zu lassen. Aber wenn sie zu beleidigend wären oder zu sehr vom Thema abdriften und ich sag mal ein bisschen schräg klingen, dann nehme ich die Kommentare auch runter. Aber ich habe auch gemerkt in den letzten Jahren, oder gerade auch in den letzten ein, zwei Jahren, dass ich immer mehr Kommentare stehen lasse, solange sie nicht beleidigend sind. Also ich lasse auch Kritik stehen, wenn sie konstruktiv ist oder einfach um auch die Vielfalt aufzuzeigen, dass nämlich, dass eben nicht jeder mit meinen Dingen in Resonanz geht und damit kann ich auch leben. Und ich habe auch die Erfahrung zum Beispiel gemacht, vor ein paar Jahren hat eine Person kommentiert und konnte überhaupt nichts damit anfangen. Die hat sich mehrere Videos von mir angeguckt und ist damit überhaupt nicht in Resonanz gegangen. Dann hat sie sich wohl immer wieder Videos von mir angeguckt und irgendwann kam das Feedback. Also ich gehe mit vielen Dingen noch nicht in Resonanz, aber durch deine Videos lebe ich jetzt mit meiner Familie gesünder. Wir kaufen im Bioladen ein, wir kaufen auch, wir sind jetzt keine Vegetarier oder Veganer, wir kaufen da auch Milch und Fleisch, aber wir sind viel bewusster und mir ist jetzt bewusst, wie wichtig frische Lebensmittel sind. Und genau diese Impulse möchte ich setzen und die Impulse, die ich setze, können ja bei den Menschen unterschiedlichste Reaktionen hervorrufen. Die Menschen nehmen meine Impulse und setzen sie ganz vielfältig in ihrem Leben um. Und ich bin einfach für diese ganze Gemeinschaft, die sich entwickelt hat, diese schönen Kommentare, diese konstruktive Kritik, diese Diskussion unter den Videos, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar und möchte das Video vor allem dafür nutzen, um mich da ganz, ganz herzlich bei euch zu bedanken. Auch für eure Unterstützung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei denjenigen von euch, die auch meine E-Books gekauft haben. Sprossenzucht leicht gemacht und gesund grün essen oder die bewusst und ganz gezielt über meine Affiliate-Links kaufen. Ich habe ja unter den Videos auch verschiedene Links gesetzt, Produkte, die ich selber verwende seit Jahren, Küchengeräte, Lebensmittel, verschiedene Produkte für ein gesundes Leben und die ich auch selber nutze, wo ich auch positive Erfahrungen gemacht habe und es gibt Menschen, die gezielt über diese Links kaufen, da bekomme ich eine kleine Provision, man bezahlt ja nicht mehr und das erleichtert mir eben auch einfach mein Tun, dass ich hier einfach frei meine Erfahrungen weitergeben kann, viele Impulse setzen kann. Kommen wir zum nächsten Teil des Videos. Gibt es meinen Kanal Silke Leopold noch im Jahr 2019? Kürzlich hat eine Zuschauerin kommentiert, vielen Dank für das Video, für die Inspiration. Ich hoffe, du bleibst uns auch im Jahr 2019 erhalten. Und dann habe ich kurz innegehalten und mir gedacht, ja, warum nicht? Für mich geht es im Jahr 2019 auf alle Fälle auf YouTube weiter. Ich habe nicht vor, aufzuhören.
Und dann ist mir aber wieder eingefallen, in den letzten Wochen, Monaten kursierten einige Videos auf YouTube, einige große YouTuber auch veröffentlichen Videos, dass im Jahr 2019 YouTube gelöscht wird, dass viele Kanäle gelöscht werden. Da hatte ich gedacht, da mache ich auf alle Fälle auch nochmal ein Video dazu und habe das dann immer weiter verschoben, verschoben. Es hat mich jetzt auch nicht, sag mal so, in Angst und Panik verfallen lassen. Und ich habe mir gedacht einfach, dass ich das letzte Video in diesem Jahr dafür nutze, um dazu mal kurz Stellung zu nehmen. Also es geht um den Paragraph 13, das habe ich mir auch mal aufgeschrieben. Es geht also generell darum, dass die Haftung der Urheberrechte auf die Plattform YouTube übertragen werden soll. Es war aber sonst immer so, dass derjenige, der hochlädt und Urheberrechte verletzt, dafür auch verantwortlich gemacht werden kann. Und mit dem neuen Gesetz wird eben YouTube dafür verantwortlich gemacht und es wird vorgeschrieben, dass sie eben bestimmte Upload-Filter installieren, die das schon dann im Vorfeld ausfiltern, also diese Urheberrechtsverletzung. Ich habe mir da noch mal was notiert. Am 12. September 2018 stimmten Abgeordneten der Europäischen Union über den umstrittenen Artikel 13 ab, mit dem das Urheberrecht reformiert werden soll. Die Mehrheit der Abgeordneten hat für den umstrittenen Upload-Filter und das Leistungsrecht gestimmt. So wie eben dazu, was eben von der EU gefordert wird. Und da wurden kritische Stimmen laut, dass der Artikel 13 eben zur Zensur führen würde und das Internet zu einem Ort der Überwachung. Es wird gefordert, dass sämtliche Uploads mit geeigneten Techniken automatisch vor der Veröffentlichung auf Urheberrechtsverletzungen untersucht werden müssen. Und die Content-Filter, die arbeiten nicht so gut, die arbeiten sehr ungenau. Und es kann eben sein, dass dadurch gewisse Inhalte verschwinden, die eigentlich gar kein Urheberrecht verletzen. Das ist die eine Thematik, dass es laut wurde, dass YouTube dann vielleicht alle kleineren Kanäle oder alle Kanäle löscht, um dem eben entgegenzuwirken, dass nur noch Kanäle bestehen bleiben von großen Firmen, die eben keine Urheberrechtsverletzungen betreiben. Und dann gab es ja noch die Diskussion, dass YouTube-Kanäle ab 5000 Zuschauer so eine Art Rundfunklizenz beantragen müssen, um weiter ihren Content hochzuladen und dass man ja dann auch einer gewissen Zensur unterliegt. Wer bestimmt das? Wer eine Lizenz bekommt? Sind es dann nur Kanäle, die so im Mainstream berichten? Was ist mit den Kanälen, die eben alternativ berichten über Politik, über Geschichte, über Wirtschaft, über Gesundheit, über Ernährung? Das ist dann auch so eine Frage, das ist auch so eine Thematik, die mit reinspielt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich lasse mir da keine Angst machen. Warten wir ab, was 2019 bringt. Und für all diejenigen, die mit mir trotzdem in Kontakt bleiben wollen, es kann ja mal sein, man weiß es nie, dass auf einmal gewisse Kanäle gelöscht werden, dass ihr auch mich nicht mehr auf YouTube findet, dann gibt es die Möglichkeit, sich in mein Newsletter einzutragen. Da bleibt ihr auf alle Fälle mit mir in Verbindung. Ich habe mir auch eine alternative Plattform schon ausgesucht, mich da angemeldet und werde im neuen Jahr nach und nach alle Videos, ich habe ja über 500 Videos, hochladen. Und wenn es dann doch sein sollte, dass YouTube aus irgendwelchen Gründen Kanäle löscht, dann werde ich auf alle Fälle mitteilen, wo man meine neuen Videos sehen kann. Also wer mit mir in Verbindung bleiben will, dann tragt euch unbedingt in meine Newsletter ein. Den Link findet ihr unten in der Infobox bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Also von meiner Seite her ist es ganz klar, es wird auf alle Fälle im Jahr 2019 für mich mit YouTube weitergehen, wenn die Plattform so, wie sie jetzt ist, noch bestehen bleibt. Heute wird ganz groß Silvester gefeiert. Wie verbringe ich Silvester? Ich verbringe auf alle Fälle Silvester in einer Gemeinschaft mit lieben Menschen, mit Menschen, die mir in den letzten Jahren ans Herz gewachsen sind. Ich freue mich heute auf die gemeinsame Zeit, auf den Austausch. Wir werden aber heute nicht böllern. Bei uns gibt es kein Feuerwerk, kein Geknaller. Wir werden auch ohne Alkohol eine schöne Zeit haben, eine entspannte Zeit, eine lustige Zeit. Wir brauchen dafür keinen Alkohol. Es wird vegane, vegetarische Kost geben, größtenteils Rohkost. So feiern wir den letzten Tag im Jahr und starten ganz entspannt in das neue Jahr. Da freue ich mich auf alle Fälle drauf. Ich möchte einige Zuschauer, die dieses Video sehen, auch nochmal sensibilisieren für Feuerwerk und einige Punkte aufzählen, ganz kurz nur aufzählen, worüber man sich mal Gedanken machen könnte. Es wird an Silvester oder in den Tagen davor unglaublich viel Geld in Millionenhöhe für Feuerwerk ausgegeben, für einen kurzen Moment, für eine kurze Freude, für eine kurze Knallerei. Und man sich mal überlegt, was man mit dem Geld alles bewirken könnte. Durch die Feuerwerkskörper, durch die Knallerei werden viele Tiere verschreckt.
Tierliebhaber oder Menschen, die Tiere haben, die wissen das und gehen mit dieser Thematik auch ein bisschen sensibler um. Also das könnte man auch bedenken, wenn man Silvester feiert. Noch ein Punkt, diese Feuerwerksknallerei zu überdenken. Jedes Jahr werden viele Menschen verletzt durch die unsachgemäße Verwendung der Feuerwerkskörper. Zum Teil, weil man sie nicht richtig bedient, aber andererseits gibt es immer wieder Fälle, wo Knaller auch auf Menschen geschossen werden. Noch ein wichtiger Punkt ist der gesundheitliche Aspekt. In dem Feuerwerk sind Schadstoffe, Schwermetalle sogar enthalten und dann ist die Luft zu Silvester und auch einen Tag danach immer von diesen Schadstoffen geschwängert. Und ich habe es schon in meinem Weihnachtsvideo erzählt, ich bekomme immer am 1. Januar oder die ersten Januartage Neujahrsdepression. Überall dieser Müll, der rumliegt, die Leute fühlen sich nicht dafür verantwortlich und die Luft ist ebenso durchdrängt mit so unangenehmen Gerüchen. Ja, das sollte man auch bedenken, wenn man Silvester feiert. Und was auch noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, unter welchen Umständen wird dieses Feuerwerk hergestellt? Wer stellt es her, unter welchen Bedingungen und wie sind dabei die gesundheitlichen Bedingungen? Unter welchen guten Bedingungen können die Menschen dieses Feuerwerk herstellen? Ja, immer diese Transparenz, dass man auch mal dahinter schaut, wie viel Leid steckt dahinter? Vielleicht kann ich mit diesen Punkten einige Zuschauer zum Nachdenken anregen und vielleicht erreichen, dass der ein oder andere doch heute seine Knaller oder Böller nicht loslässt. Ich möchte noch mal einen anderen Impuls geben. Wir feiern ja heute Silvester und Silvester geht ja auf den Papst Silvester zurück, der 333 oder 332 gestorben ist. Also wir feiern den Todestag eines Papstes. Aber wisst ihr, wann für mich das neue Jahr beginnt? Wirklich aus dem tiefsten inneren Herzen im März, wenn das Frühjahr beginnt, wenn das Leben wieder erwacht, wenn es wärmer wird, wenn die Tage wieder länger werden, wenn die Sonne wieder mehr hervorkommt. Und wenn das erste Grün hervorbricht, dann beginnt für mich das neue Jahr. Also ich feiere das neue Jahr für mich in meinem Innersten immer im Frühjahr. Zum Schluss möchte ich euch noch ein Gedicht vorlesen. Ich habe dieses wunderbare Buch geschenkt bekommen, Sein, die Kunst des Annehmens. Ein fantastisches Buch mit vielen Gedichten und kleinen Geschichten. Ich hatte noch nie ein Buch so gerührt. Ich habe einige Gedichte schon gelesen und Gänsehaut bekommen und gestern Nacht habe ich wieder ein bisschen drin gelesen und da sind mir wirklich die Tränen gelaufen. Also mir sind mehrfach die Tränen gelaufen, mich hat es richtig geschüttelt und ich lasse es aber einfach zu. Für mich sind ja Tränen nichts Schlimmes, für mich haben Tränen immer was Heilendes und was Reinigendes und ich fühle mich heute auch, irgendwas hat sich gelöst, also ich fühle mich heute auch viel befreiter und leichter. Und ich möchte euch zum Schluss des Videos noch ein kleines Gedicht mitgeben. Die Auswahl fällt schwer. Es gibt wirklich so ganz, ganz tolle Gedichte in diesem Buch, eigentlich für jede Lebenslage. Ich gehe nicht mit jedem Gedicht so in Resonanz, weil für mich das Thema gerade nicht so aktuell ist, aber mit einigen doch schon sehr und es berührt mich ungemein. Das ist ein wundervolles Weisheitsbuch mit so vielen kleinen Lichtblicken, auch vielleicht für nicht so gute Momente. Und ich kann euch das nur ans Herz legen. Ich verlinke euch das Buch unten in der Infobox. Was mich auch sehr gerührt hat, dieses Buch enthält vor allem Gedichte und kleine Texte von der Autorin. Aber es gibt 3-4 Texte von anderen Dichtern. Und das erste Gedicht ist von Joachim Ringelnatz und auf einmal steht es neben dir. Und ich habe in den 90er Jahren mein Abitur gemacht an einem Erwachsenenkolleg, war da im Deutschleistungskurs und habe da Joachim Ringelnatz lieben gelernt, so seinen Humor. Ich mag einfach seine Gedichte. Und ich habe das so lange wieder vergessen, ich habe das so lange verdrängt und jetzt schlage ich dieses Buch auf und das erste Gedicht ist von Joachim Ringelnatz. Und als ich letzte Nacht weitergelesen habe, kam auf einmal ein Gedicht von Josef Freiherr von Eichendorff. Den habe ich damals auch im Deutschleistungskurs. Da habe ich, glaube ich, auch ein Buch oder Gedicht von ihm. Da habe ich einen Vortrag drüber gemacht. Da habe ich diesen Denker und Dichter auch lieben gelernt. Und dann steht hier so das wunderbare Gedicht Mondnacht. Und ich habe das gelesen. Und ich merke, wie mir jetzt schon wieder die Emotionen mit mir hochkommen, wie die Tränen hochkommen. Das ist so ein wunderbares Gedicht, die Mondnacht. Und ich habe das gestern gelesen. Und habe einfach geweint, sind mir einfach die Tränen runtergelaufen. Ich merke auch jetzt, dass mich das wieder sehr bewegt. Aber ich mache jetzt erstmal kurz eine Pause und ich wollte euch gerne das Gedicht vorlesen, aber mich erstmal wieder emotional ein bisschen einfangen. Und dann lese ich euch noch eines der Gedichte der Autoren dieses Buches vor. Mondnacht von Josef Freiherr von Eichendorff. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nur träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder,
so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Also gestern nach diesem Gedicht hat sich unglaublich was in mir bewegt. Und ich merke aber, da ist immer noch was da, weil die Emotionen wieder hochkamen. Aber es war auch sehr so wohltuend und heilsam für mich. So, jetzt noch ein Gedicht von der Autorin, das eigene Leben. Will ein Leben hier auf Erden fruchtbar werden, muss es oft alleine gehen, muss oft gegen viele stehen, welche breite Straßen ziehen. Muss sich stets von Neuem fragen, ob's nur tut, was auch gefällt, oder ob's an allen Tagen zu der eigenen Antwort hält. Muss sich fragen, ob die Antwort auch aus reinem Herzen kommt, ob nicht Eitelkeit und Habsucht ihm diktiert, was ihm dann frommt. Will ein Leben hier auf Erden fruchtbar werden, muss es lernen zu gehorchen dem, was tief im Inneren wohnt. Ich hoffe, euch hat dieses Gedicht gefallen. Ich möchte euch dieses Gedichtband, dieses Buch nochmal sehr ans Herz legen. Es ist etwas für die eigene Seele, fürs eigene Herz, aber auch gut zum Weiterverschenken. Ihr Lieben, das letzte Video in diesem Jahr, alle, die das noch am 31.12. sehen, denen wünsche ich einen harmonischen Jahresausklang, einen guten Rutsch ins neue Jahr, kommt gut ins Jahr 2019, und all diejenigen, die das Video dann erst ab dem 1. Januar sehen, denen wünsche ich ein erfolgreiches, glückliches, harmonisches neues Jahr mit viel Tiefgang, mit viel Besinnung. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, bis ganz bald, eure Silke.